Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Sonntag, heute Morgen hier. Schön, dass ihr da seid im Pfarrgarten, Kirchgarten, Gemeindehausgarten. Er hat viele Namen. Schön, dass wir zusammen sein können und gemeinsam Gottesdienst feiern. Ja, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Gäste und vor allem liebe gnadene Gäste, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind zur Verabschiedung von Simon Tischer und dass Sie daran auch zeigen, dass Ihre Wertschätzung, Ihre Anerkennung, Ihren Dank für unseren Simon. Dekan Trick lässt sich entschuldigen, er hat schon lange einen Dienst für heute gehabt. Und Simon hat sich gewünscht, dass Josef Ziegler, der oft mit uns auf Konfi-Freizeit war, Musik macht, unter anderem Musik macht. Das hat geklappt. Simon, Josef ist mit Hanna, Anna und Lorena bei uns. Willkommen, schön, dass ihr da seid. Und es gibt einige Lieder, Sie sehen es am Liedblatt. Wer mitsingen kann, der tut's. Wer mitlesen kann, der tut's auch. Genau. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres Gottes, der im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist wirkt und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch darauf hinweisen, es wird ein Video gemacht, aber das Video wird vom Altarbereich gemacht, nur dass jeder informiert ist. Wir singen ein traditionelles erstes Lied, ein erstes Lied, das traditionell ist und das vielleicht einige mitsingen können. Das ist das Lied Nun danket all und bringet er. Ich habe mir gedacht, dass wir einen kurzen Psalm miteinander beten, und zwar ganz gemeinsam. Das ist aus Psalm 36, Herr, deine Güte. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Wir beten, himmlischer Vater, wir preisen deine Güte über unserem Leben und deine Gnade. Du beschenkst uns reich an jedem Tag unseres Lebens. Und du schenkst uns deine Liebe, deine Vergebung, das Angenommensein und zu dir gehören durch Jesus, deinen Sohn. Er ist die Quelle des Lebens, er ist das Licht dieser Welt. Wir preisen dich und wir bitten dich, sei du im Heiligen Geist unter uns und gegenwärtig. Sprich durch dein heiliges Wort zu uns und stärke unsere Liebe und unseren Glauben. Amen. Jetzt kommen zwei Songs von der Band Ich folge dir und still. Genau, also noch ein Riesenhallo von uns. Wir freuen uns mega, Simon, dass wir heute einen Abschiedsgottesdienst begleiten dürfen. Und so in der Vorbereitung haben wir uns überlegt, so okay, was könnte man für Lieder machen, was ist irgendwie schön. Und dann haben wir uns gedacht, dass wir irgendwie für jedes Lied dir dann auch so eine Message mitgeben wollen. Und jetzt auch gerade mit den ersten beiden Liedern einmal, ich folge dir, einfach, dass du in dem Wissen jetzt auch gehen kannst, dass Gott immer überall mit dir hingeht und dass egal wo du bist, dass er mit dir geht. Und auch für still, dass auch wenn mal schwierig wird oder auch das Unbekannte manchmal angsteinflößend ist, dass du weißt, dass Gott da ist, um die Stürme zu beruhigen und dich übers Wasser führt hin zum richtigen Weg. Herr, dein Weg ist gut, du gehst ihn mit mir. Ich vertraue dir allein, du siehst weiter her, siehst, was ich nicht seh. Ich vertraue dir allein, nur dir allein. Ich geh deinen Weg, bleib, wo ich dich seh. Auf dir hinterher, Herr, ich folge dir. Präge mich, mein Gott, Herr, mich treu zu sein, treu bis in den Tod, Herr, ich folge dir. Herr, ich folge dir. Oh. Du strahlst in die Welt, du erhältst mein Herr. Für dich lebe ich allein. Du vereinst in dir, was mein Herz begehrt. Bei dir find ich, was ich brauch. Bei dir allein. Ich geh deinen Weg, bleib, wo ich dich seh. Lauf dir hinterher. Herr, ich folge dir, präge mich, mein Gott, lehr mich treu zu sein, treu bis in den Tod. Herr, ich folge dir, Herr, ich folge dir. Oh, oh. Bei dir ist ewiges Leben, bei dir ist meine Seele treu, bei dir ist Glück, das ewig wär.
Ich folg dir, Jesus, ich geh deinen Weg. Bleib, wo ich dich seh, lauf dir hinterher. Herr, ich folge dir, präge mich, mein Gott. Lehr mich, treu zu sein, treu bis in den Tod. Herr, ich folge dir, Herr, ich folge dir. Wow. Heute muss man aufpassen, dass man bei der Predigt keinen Sonnenbrand kriegt, gell? Ich hoffe, ihr habt euch alle eingecremt. Da steht er nun und kann nicht anders. Ich rede nicht über mich. Da steht er nun und kann nicht anders. Er hat es in den Ich-Worten mal gesagt. Den kennen wir von Martin Luther, aber um den geht's gar nicht. Ich möchte nämlich heute über Paulus reden. Und Paulus, der steht nämlich auch da und kann nicht anders. Der hatte so eine ähnliche Situation wie Martin Luther, wo er sich rechtfertigen musste. Paulus, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, er hieß früher Saulus und war echt einer, der die Christen verfolgt hat und alle, die irgendwie Jesus nachgefolgt sind. Aber dann hat sich ja sein Leben komplett geändert, Jesus ist ihm erschienen und aus Saulus wurde Paulus und aus einem Verfolger wurde ein Anhänger, der die frohe Botschaft von Jesus erzählt hat. Es ging noch so weiter, er wurde selbst dann verfolgt. Sie wollten ihn töten und so kam es, dass er vor dem König Agrippa steht in Jerusalem. Und dort steht er nun und kann nicht anders. Er kann nicht anders, als von Jesus zu erzählen.
Wenn ich mich in seine Lage versetze, ich glaube, mir wäre das Herz in die Hose gerutscht. Da steht er da. Was kommt raus? Was sagt der König? Kommt ins Gefängnis? Schlimmer? Wird er umgebracht? Doch Paulus, so irre wie es klingt, der freut sich drüber, dass er da stehen darf. Die Bibel sagt es uns in der Apostelgeschichte 26, Vers 2. Es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verantworten soll. Es ist mir sehr lieb. Das ist einer. Was für ein Mann ist dieser Paulus? Es ist ihm lieb, da zu stehen vor Verfolgung und was auch immer, aber er freut sich darüber, dass er dort vor den Leuten reden kann. Er nutzt die Gelegenheit, von Jesus dort zu erzählen. Paulus erzählt die ganze Geschichte von seinem Leben mit Jesus, seiner Bekehrung, wie Jesus ihm begegnet ist, was er erlebt hat. Alles nachzulesen in der Apostelgeschichte, ich kann es nur empfehlen. Und dann kommt für mich aber ein Schlüsselsatz, den er zum König sagt. Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein. Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein. Das ist Vers 22. Paulus steht da und ist Zeuge. Er kann nicht anders, als von Jesus zu erzählen. Erzählen von dem, was er tagtäglich mit Jesus erlebt hat. Wie er ihn beauftragt hat, wie er ihn bewahrt hat, wie er ihm Kraft gab. Ich finde es echt faszinierend, was Paulus da macht. Vor den Leuten, die ihn umbringen wollten, vor einem König, der seinen Glauben nicht teilt, macht Paulus den Mund auf, unbeeindruckt davon, und erzählt es in dieser schwierigen Situation. Von Jesus zu erzählen, in Situationen, wo man weiß, das sind die Christen, die kennen wir alle, das ist einfach, in Anführungszeichen. Aber es wird echt schwieriger, wenn man mit Leuten über den Glauben redet, die eben nicht Christen sind oder einen anderen Glauben angehören. Und dort vom persönlichen Glauben zu erzählen, ist herausfordernd. Und es zu machen, das bedarf Mut. Und es fasziniert mich an diesem Paulus, dass er diesen Mut hatte, dass er diese Überzeugung hatte. Doch diesen Mut hatte Paulus nicht von sich selbst. Ich glaube ganz fest, dass seine Motivation, sein Mut, die Hingabe, die er hat, dass die ganz fest in seiner Jesus-Beziehung verankert war. Dass er Jesus ganz vertraute und es ernst genommen hat, dass er gesagt hat, geh los und erzähl von mir, erzähl von der frohen Botschaft. Paulus steht da und sagt, Gottes Hilfe habe ich erfahren. Und als ich das so gelesen habe, habe ich echt mal drüber nachgedacht, wo kann ich das sagen? Wo kann ich von mir sagen, da habe ich Gottes Hilfe erfahren? Wo sind die Punkte in meinem Leben, wo Gott mir geholfen hat? Wie sieht es bei euch aus? Ein großer Punkt, wo ich Gottes Hilfe erfahren habe, ist in meinem beruflichen Werdegang. Von der Realschule über in die Ausbildung, beim Job, beim Zivi, zur Ausbildung nach Unterweissach, wie mich dann hierher geführt hat und wie er mich jetzt auch weiterführt. Da sehe ich Gottes Hilfe in meinem Leben. Oder die Momente, wo ich krank im Bett lag und abends, nachts mit Fieber oder so und dann gebetet habe und er mir geholfen hat. Oder in den ganz vielen kleinen Momenten, in denen ich ihm um Mut und Weisheit gebeten habe. Und ich habe auch erfahren dürfen, dass er mir Menschen an die Seite gestellt hat, die mir geholfen haben. Auch das ist Gottes Hilfe. Es gibt, glaube ich, ganz viele Kleinigkeiten und auch große Sachen, wie Gott uns schon geholfen hat. Aber ich glaube auch, dass uns ganz viele Momente gar nicht mehr bewusst sind, in denen uns Gott geholfen hat. Vielleicht haben wir es gar nicht gemerkt. Und das Schöne ist, Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn darum bitten. Vielleicht haben wir schon so viel Hilfe gehabt, ohne dass wir danach gefragt haben. Und ich möchte heute auch ermutigen, sich mal die Zeit zu nehmen, vielleicht heute Nachmittag, vielleicht heute Abend oder vielleicht nachher nach dem Gottesdienst drüber nachzudenken und sich auszutauschen. Wo hat Gott uns denn in unserem Leben schon geholfen? Manchmal ist es doch leider so, dass wir in unserem Alltag so beschäftigt sind, dass wir das gar nicht merken, wo Gott uns hilft. Wir beten manchmal für Leute, für Sachen
und vergessen manchmal drüber nachzudenken, wie ist denn die Antwort Gottes gewesen? Übersehen wir nicht oft Gottes Handeln, Gottes Hilfe oder tun es manchmal so, oh Glück gehabt oder war halt Zufall, anstatt zu sagen, danke Gott? Manchmal fragen doch Leute, wo ist denn dieser Gott? Wo ist denn dein Gott? Man sieht ihn ja gar nicht. Und ich glaube, dass wir als Christen dort helfen können. Ja, sehen tue ich ihn hier jetzt so wie euch nicht. Aber ich sehe ihn durch sein Handeln. Und ich glaube, wir müssen die Augen aufmachen, neu aufmachen und dann unseren Mund aufmachen für unsere Mitmenschen, um ihnen ein Vorbild zu sein. Und da kann uns doch Paulus auch dieses Vorbild sein. Er sagt, ich bin Zeuge. Zeuge sein heißt, er ist doch da und überlegt, was hat Gott in meinem Leben gemacht und davon erzähle ich. Ich berichte meine persönliche Sache mit Gott. Und ich glaube, wenn wir das machen, hilft es uns und anderen auch weiter. Zeuge sein für Jesus bedeutet, über ihn zu reden und von ihm zu berichten. Als Jugendreferent erzähle ich da viel und rede viel. Das mache ich gerne, aber irgendwie ist das auch sehr im Beruf. Und mir fällt es dann doch teils schwer, in Gruppen und Freundekreise, die nicht Christen sind, von Gott zu erzählen. Ist herausfordernd. Und da wünsche ich mir den Mut und bete auch um den Mut, dass Gott mir dann mal sagt, dass ich weitergehen soll. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich wirklich wieder bewusst zu sein und die Augen aufzumachen, in seine eigene Vergangenheit zu gucken und die Früchte, die ja in unserer Gottesbeziehung da sind, zu sehen. Wir müssen davon erzählen, wir müssen Zeuge sein. Wir müssen, ja, das Wort finde ich falsch. Paulus musste nicht, aber Paulus wollte, weil er so begeistert war von Jesus, dass er den Mund nicht zumachen konnte. Die andere Geschichte von Paulus ist, dass er so lange gepredigt hat, bis Mitternacht, vielleicht kennt ihr sie, und dann einer aus dem Fenster gefallen ist, wenn er den ganzen Tag gepredigt hat, eingeschlafen ist und dann war der so biblisch tot kurz und Paulus ist runter und dann war der wieder lebendig. Er war so überzeugt von seinem Berichten, dass er da kein Punkt und Komma gemacht hat. Und das ist aber eine Faszination, wenn man nicht aufhört zu reden von dem, was man liebt. Lasst uns Paulus als Vorbild nehmen. Denn durch unser Tun, wie wir reden von Gott, wird doch Gott sichtbar auf unserer Erde. Und stellt euch mal vor, wie es wird, wenn wir wirklich mehr über Jesus reden und mehr von unseren persönlichen Erlebnissen mit ihm berichten. Auf der Arbeit, im Sportverein, beim Einkaufen gehen, wo überall Menschen begegnet. Wie wir davon erzählen, was wir Tag für Tag mit Gott erleben, was wir die Woche erlebt haben. Das tut uns doch als Christen gut, wenn man hört, was so Geschwister im Glauben miterleben mit Gott. Und die tut es anderen Menschen gut, die Jesus noch nicht kennen. Mir gibt's Glaube, mir gibt's Hoffnung, wenn ich höre, wie andere Menschen Gott erleben. Wie ermutigend ist es für Nichtchristen, wenn sie unsere Hoffnung sehen? Wenn sie sehen, dass Jesus in unserem Leben aktiv ist, dass der Glaube nicht auf Gottesdienste beschränkt ist, sondern im Alltag verwurzelt ist. Dass unser Leben durch Jesus bereichert ist, dass er da ist und dass er handelt. Durch unser Zeugesein, durch unser Reden über Jesus und das, was er für uns tut, wie er uns Halt und Hoffnung gibt. Ich hoffe, dass das andere Menschen motiviert, darüber nachzudenken und ihren Weg zu Jesus finden. Macht durch euer Reden, durch euer Zeugesein die Menschen in eurem Umfeld neugierig auf Jesus und neugierig auf die Hoffnung, die in euch ist. Eine Hoffnung, die doch über das Leben auf dieser Erde hinausgeht. Und wenn ihr so drüber nachdenken, dann merkt doch für euch selbst, wie Jesus in eurem Leben aktiv ist und wie er euch hilft. Manchmal sieht man diese Hilfe erst nach Tagen, nach Wochen oder nach Jahren, aber muss die Augen aufmachen. Und Jesus lässt uns nicht allein. Er ist ja bei uns, bis an Ende der Welt, hat er ja gesagt. Kurz zusammengefasst, Augen aufmachen und die Hilfe von Jesus in unserem Leben aktiv sehen. Denn er ist da in eurem Leben. Und lasst uns doch an Paulus ein Vorbild nehmen, dass wir von diesem Hilfeerfahren, von der Beziehung von Jesus reden. Das hat Paulus gemacht, überall und wo er war.
Und unser Reden ermutigt auch andere Menschen, sich Gedanken über Jesus und ihr eigenes Leben zu machen. Sei du Zeuge und Botschafter Gottes. Amen. Surrounding me, let it break. At your name, still call the sea to still, the rage in me to still every wave. At your name, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. Breathe, call these bones to live. Call these lungs to sing once again. I will praise, breathe. Call these bones to live. Call these lungs to sing once again. I will praise, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name is light that the shadows can't deny. Your name. The darkness tremble, Jesus, Jesus. Your silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Ja, wir kommen zu einem Teil von Grußworte, von Dankesworte, von Geschenke. Und wir von Protein, Arbeitskreis und Förderkreis dürfen den Start machen. Wir blicken auf 11 Jahre Jugendreferendestelle zurück, die erste Jugendreferendestelle bei uns im Ort in Pfalzgrafenwöhlern. 11 Jahre Simon, 11 Jahre Jugendreferent und
11 Jahre, offenes Ohr und sehr freundlicher Typ. Wir haben einfach mal uns überlegt, anhand von der ersten Buchstabe von deinem Namen, was wir an dir schätzen, wofür wir dankbar sind, ja, was dich vielleicht auch beschäftigt hat. Das haben wir zusammentragen und wollen daran einfach auch unseren Dank zeigen. Ich versuche zu beginnen. Wir haben leider keinen Beamer heute hier im Pfarrgarten. Umso schöner ist die Natur um uns, deswegen habe ich so einen Buchstabe dabei. Naja, also S. Zu S ist uns schnell mal die Schule eingefallen. Du warst viel an der Schule, viele Schüler haben dich kannt. Und ich würde sagen, es war ein Segen, dass du dort viele Beziehungen geknüpft hast. Rauf und runter. Als nächstes kommt der E. E wie Informatiker. Fachrichtung Systemintegration. Habe ich es richtig gesagt? Ist natürlich ein Beruf, der bei den jungen Leuten gut ankommt. Er ist, was Hardware oder Software angeht, immer up to date. Und wer es jetzt noch nicht gewusst hat, als erster Beruf hat der Simon Fachinformatiker gelernt. Nach dem I kommt der M. Mittwochsgruppe war ein Teil deiner Aufgabe. Mich würde es interessieren, ob jemand da ist, der mal in der Mittwochsgruppe war. Länger Zeit mal Hände halten. Hände hoch, sehr gut. Cool. Mittwochsgruppe war eine Art Jugendkreis, den du gemacht hast. Einfach auch cool, wie du Kreise im Gemeindehaus gemacht hast. Oh, ein offenes Ohr. Das hast du immer gehabt. Das habe ich selber, ob am Telefon oder WhatsApp, die schnell zurückkam, aber auch die Mitarbeiter hin. Du hast immer ein offenes Ohr gehabt für sie. Du hast ein offenes Ohr gehabt für die Konfirmanden, die am Mittwochs immer gekommen sind. Schon vor der Gruppe warst du da zwischendrin, zwischen Gruppe 1 und 2. Und dann auch im Anschluss ist eine Qualität, die wir echt an dir geschätzt haben. Also jetzt der Buchstabe der N. Da fiel uns der neue Jugendvorstand ein. Aber das war, glaube ich, was in letzten Monate noch so präsent war, der Vorstand, einen neuen Vorstand zu bilden. Ist ja jetzt nicht nur deine Aufgabe gewesen, du bist Teil vom Vorstand, aber auch die neue Satzung. Ich denke, das war, hat dich viel beschäftigt. Die Satzung hat uns über Jahre beschäftigt. Ja, und doch auch warst du einfach ein festes Mitglied. Der Jugendvorstand ist ein Leitungsgremium in der evangelischen Jugend, die viele Mitarbeiter betreut und Veranstaltungen überlegt. Und da war der Simon einfach auch ein sehr wichtiges Mitglied. Dann haben wir auch deinen Nachname, Tischer, T wie Tischer oder Tischkicker. Der Blickfang im Kellerbistro unter im Gemeindehaus, wenn man runterkommt, sieht man das gleich. Ich denke, der war auch jedes Mal in Benutzung, wenn Kellerbistro war oder auch, keine Ahnung, von der anderen Gruppe und Kreise. Und das Kellerbistro war eine große Aufgabe, was du gemacht hast. Und auch das werden viele wahrscheinlich vermissen. Wir haben noch ein I dabei. Infobrief. Das kennen eher nur die Spender oder die Leute vom Förderkreis. Du hast auch immer wieder deine Infobriefe geschrieben, berichtet, was du gemacht hast. Ja, und in dem Zusammenhang war es einfach, oder sehen wir auch dankbar natürlich auf dich, aber auf die ganze Spende, auf die ganze Leute, die es mit möglich gemacht haben, einfach Jugendreferentenstelle hier zu schaffen, rein auf Spendebasis. Auch in die Richtung, danke. Dann kommt wieder ein S. Da ist uns Saat eingefallen. Da hast du es auch in der Predigt jetzt davon gehabt. Wir sind dankbar für alle Saat, die du hier ausgestreut hast. Jetzt in den Sommertagen, noch im Sommer, an Kinder und Jugendliche in der Mittwochsgruppe. Und wir hoffen, dass Gott das Gedeihe einfach auch schenkt, dass mancher Same aufgeht. Sinnbildlich haben wir, jetzt ist Sommerblumenzeit, wir sehen es in der Deko, kriegst du ein Glas Sonnenblumenkerne. Tischer, der C, ganz kurz, Christbaumsammlung. Gab es früher gar nicht im Pfalz-Grafenweiler, hat Protein wieder
ins Leben gerufen, sage ich mal. Immer einen festen Termin, Anfang Januar. Simon war auch immer am Start. Christbaumsammlung zum Geldsammeln für die Stelle. Dann der H, hilfsbereit. Das durfte jeder, denke ich, auch einfach erfahren, wie du den Mitarbeiter geholfen hast, wenn sie irgendeine Frage gehabt haben. Wenn sie eine Idee brauchten für ja, auch eine Andacht oder fürs Praktische, warst du immer zur Hilfe. Zur Saat der Sonnenblumenkerne gehört die Ernte, Öl und auch eine Blume, ganz typisch für einen Mann, aber sieht trotzdem gut aus. Natürlich kam zum Aussehen auch Ernte, kamen einfach viele Leute, wurden durch dich gestärkt und ermutigt im Glauben, ob direkt, ob indirekt, ob eine Form, wo man es sieht oder in Zweiergespräche, die niemand gesehen hat. Auch dafür sind wir dankbar. Als letzter Buchstabe der R, richtig dankbar. Sehen wir, dass wir dich hier gehabt haben, 11 Jahre lang, dass es durch die Spende möglich war so lang, dass die Stelle auch weitergeht. Sie wird, wenn verschiedene Fragen zum Konzept noch geklärt sind, wird sie dann ausgeschrieben und wir hoffen dann möglichst bald auch wieder jemanden zu finden. Aber dir sind wir echt richtig dankbar, dass du da warst. Und dafür können wir einfach nur ein ganz großes Danke sagen. Und es soll jetzt. Ja, und als kleines Dankeschön, ich meine, was will man schenken? ist immer gar nicht so einfach, ein Geschenk zu überlegen. Haben wir da einfach einen Geschenkkorb, und zwar einen ganz praktischen, mit leckeren Sachen für deinen Alltag, vielleicht auch für deine freie Zeit. Und mit ein bisschen Werkzeug, einfach auch, wir wissen, dass du auch gerne ein bisschen heimwerkst oder bei Freunden hilfst auf dem Bau. genau. Verschiedenes Werkzeug, auch sinnbildlich dafür. Wir wünschen also dafür, dass du neue Beziehungen bauen wirst an deiner neuen Stelle, und da wünschen wir dir echt alles Gute. Und vielleicht so der Gehörschutz, dass dein offenes Ohr geschützt bleibt. Das wünschen wir dir echt von Herzen. Vielen Dank. Ja. Lieber Simon, nach 11 Jahren hier als Jugendreferent im Pfalzgrafenweiler steht dir jetzt ein beruflicher Neuanfang in Sulz bevor. Du hast hier in der Zeit viel bewirkt und viel erlebt, sei es Konfi-Arbeit, All About Jesus, Kellerbistro, Trainee, Mittwochsgruppe, Go The Young und. Auch wir vom Jugendvorstand möchten dir für deine Arbeit hier von ganzem Herzen Danke sagen. Danke für die tolle Zusammenarbeit. Danke fürs Ansprechpartnersein, sowohl für uns als Mitarbeiter als auch für die Jugendlichen. Und für deine private und berufliche Zukunft und die anstehenden Herausforderungen wünschen wir dir alles Gute, gottesreichen Segen. Wir hoffen, dass du in Sulz mit vielen netten Menschen gottesreich weiterbauen kannst und dass durch deine Arbeit viele junge Leute zum Glauben ermutigt werden. Und wir hoffen, dass du die Zeit hier in guter Erinnerung hältst. Bist hier auf jeden Fall jederzeit willkommen. Ja, Simon, wir vom Vorstand haben auch noch was für dich. Und zwar, dass du uns niemals vergisst. Eine kleine Erinnerung, ein Album aus verschiedenen Kreisen für dich, einfach zum Anschauen. Und wir hoffen, dass du da Freude dran hast. Und noch etwas für deine, ja, für privat. Kannst dich überraschen lassen, was du damit machen kannst. Genau. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir mit dir zusammen Vorstand haben durften. Und die Sitzungen waren sehr witzig immer.
Ich bin Bettina Moddock vom Jugendwerk. Ich bin hier mit dem Vorstand, dem Simon und verschiedenen Mitgliedern aus dem BRK, wo der Simon einfach auch jahrelang Teil davon war. Und wollte das gerne ein bisschen jugendarbeitsmäßig hier gestalten. So ein Wasserfarbkasten, alle bekannt. Die gibt es auch in schön, das ist jetzt halt schon alter. Besteht in der Regel aus mindestens 12 Farben. Manchmal gibt es auch die zweite Lage noch, das macht ihn dann noch umfangreicher. Und ist auch gut so, weil wenn man kreativ werden will, dann braucht man einfach viele verschiedene Farben, um Auswahl zu haben. Und damit lassen sich dann Bilder gestalten. Das sind manchmal so detailverliebte Bilder wie das hier. Manchmal sind es auch ganz große und bunte. Einfach weitermachen. Manche werden mit der Zeit auch richtig wertvoll. Man weiß nicht immer warum, aber es ist halt so. Und dann gibt es manche, die sind unbezahlbar. Das sind ganz oft Bilder, die man von Kindern bekommt, weil sie einfach von Herzen kommen. Voraussetzung für all das Malen sind Farben. Wir Menschen sind auch so ein bunter Haufen aus Farben. In jedem steckt ein Stück Farbe und die hat Gott schon in uns gelegt, bevor wir überhaupt auf die Welt gekommen sind. Und er erstattet jeden von uns mit ganz unterschiedlichen Gaben aus. Jeder ist ein Unikat und ein kreatives Meisterwerk. Bei einem ist es die Musik, haben wir gerade wieder gehört. Andere sitzen an der Technik und man hat es ganz wunderbar. Wieder andere können gut reden und die nächste malen toll. Dann haben wir die Sportliche und so sind wir alle mit ganz verschiedenen Gaben ausgestattet. Im Römer 12 steht, wir haben verschiedene Gaben, so wie sie Gott uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Und wie es eben in unserer menschlichen Landschaft diesen bunten Mix aus Gaben und Stärken gibt, so warst du ein Teil davon bei uns. Und man muss sie manchmal entdecken und man muss sie zur Entfaltung bringen. Du warst bei uns zuständig fürs Bube-Jungschar-Lager und hast bei Mitarbeitenden und auch Teilnehmenden eine Plattform geboten, damit die ihre Gaben entdecken und entfalten können. Freizeit und Jugendarbeit, denke ich, ist nachhaltig. So ein Bereich, wo man einfach fürs Leben lernen kann. Man sich ausprobieren kann und Gaben entdeckt, von denen man vorher vielleicht gar nichts wusste. Danke dafür, dass du diese Plattform geboten hast und unterstützt hast. Und jetzt für deinen neuen Platz in Sulz wünschen wir dir auch einen bunten Kasten. Dass du die anderen Farben im Jugendwerk entdeckst dort, du sie komplettierst mit deinen Farben und das Ganze dann zum Lob Gottes ein großes Ganzes entsteht. Danke dir. Also ich würde gern auch noch ein, zwei Sachen sagen, ich halte mich aber kurz. Mir geht es um das nächste Lied, das heißt City on the Hill, also die Berg auf dem Stadt sozusagen. Und ja, oh, ja. In dem Lied geht es um die Bewohner dieser Stadt und zwar, dass diese Menschen ganz viele unterschiedliche Eigenschaften mitbringen. Zum Beispiel gibt es Dichter, es gibt Krieger, ganz unterschiedliche Menschen. Und eigentlich voll traurig, weil in dem Lied verlassen alle Menschen die Stadt, weil sie am Ende ihre Gemeinsamkeiten nicht miteinander finden können. Und das Lied haben wir rausgesucht, weil
mir das so bei dir sehr eindrücklich immer war, Simon, dass du eine ganz große Stärke hattest, jedem Menschen zu sehen, was er mitbringt, Gemeinsamkeiten zu finden, das große Ganze zu sehen. Und ich wünsche dir, dass da, wo du jetzt hinkommst, dass du diese Stärke, dass die auch geschätzt wird, so wie wir das hier geschätzt haben. Ja, City on the Hill. But they all started turning on each other. You see, the poets thought the dances were shallow, and the soldiers thought the poets were weak. And the elders saw the young ones as foolish, and the rich man never heard the poor man speak. One by one they ran away with their made up minds to leave it all behind. And the light began to fade in the city on a hill. City on a hill. Each one thought that they knew better, but they were different by design. Instead of standing strong together, they let their differences divide. One by one they ran away with their made up minds to leave it all behind. And the light began to fade in the city on a hill. City on a hill. And the world is searching still. What's the rhythm of the dancers that gave the poets life? It was the spirit of the poets that gave the soldiers chance to fight. Was the fire of the young ones, it was the wisdom of the old, it was the story of the poor man that needed to be told. It is the poet's life. It is the spirit of the poets that gives the soldiers strength to fight. It is the fire of the young ones. It is the wisdom of the old. It is the story of the poor man that needed to be told.
Vielen Dank euch. Ich weiß schon, warum ich mir euch gewünscht habe. Ja, jetzt darf ich noch ein paar persönliche Worte hier sagen. Erstmal vielen, vielen Dank für die netten Worte, die mir gerade zugesprochen worden sind. Und ich bin begeistert, wenn ich hier in die Runde gucke, wie viele Leute da sind, auch von früher da sind, die man vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat oder auch die Anfangszeiten mitgemacht haben. Beim Arbeitskreis Protein durfte ich bin mir nicht mehr sicher, Michi, ich habe dich gefragt, was vierteljährlich, was halbjährlich, wann haben wir uns getroffen, wo ich ein bisschen berichtet habe über meine Arbeit? Dreimal im Jahr. Und da haben sie mich nach einer Stunde dann gebremst und hat gesagt, Simon, komm mal zum Punkt von dem Erzählen, was so ist. 11 Jahre jetzt hier zu erzählen, funktioniert nicht. Ihr wollt ja auch zum Mittagessen mal irgendwann oder was auch immer. Deswegen ist einfach ein kleiner allgemeinerer Rundblick. Ihr könnt gerne nachher noch einzelne Geschichten austauschen. Das würde mich freuen, auch was ihr noch so in Erinnerung habt. Eins von vorne weg steht für mich die Dankbarkeit, die ich wirklich hier spüre. Dankbar für Protein und die Spende, dass es überhaupt möglich gemacht worden ist, eine spendenfinanzierte Stelle so lang zu haben hier. Und Dankbarkeit gegenüber der Gesamtkirchengemeinde, wirklich die einzelnen Leute, die da drin waren, diese Unterstützung, diese Arbeit. Ich habe überlegt, ob mir mal irgendwann was verwehrt worden ist, wo ich gebraucht hätte für die Arbeit. Und es war nie so. Da war eine Unterstützung da von vorne bis hinten. Und das ist was Wunderbares. Und ich bin dankbar für die vielen, vielen Mitarbeiter, die immer mitgezogen haben. Und ich bin auch dankbar für die Eltern, die das Vertrauen geschenkt haben und die Kids hierher gebracht haben und hier gelassen haben. Wir hatten es vorher mit Schule, ja, und da bin ich auch dankbar, was man da alles machen durfte und die Kollegen, die dort waren. Und bitte verzeiht, wenn ich jetzt irgendjemand vergesse, es ist einfach irgendwie nicht möglich, da an alle zu denken. Ich erinnere mich, wie ich mich hier beworben habe, wie ich im Auto saß, den Anruf gekriegt habe, dass ich hier zum Bewerbungsgespräch kommen darf. Ich erinnere mich, mit wem ich als erstes mehr oder weniger telefoniert habe. Michi, das warst du und es ist echt schön, dass ich dich von Anfang bis zum Abschied, Ende nach mach's nicht, hier hat. Und es sind ganz viele Wegbegleiter hier und es ist echt was Schönes. Beworben auf 2 Jahre 50%. So war die Stelle damals ausgeschrieben. 11 Jahre 75%. 5 oder 6 Jahre im EJW. 5, glaube ich, war ich. Wo ich auch noch 20% hatte. Und nebenher durfte ich ja in der Schule auch noch Rallye unterrichten. Also ich bewerbe mich auf 50% auf 2 Jahre, bin 11 Jahre mit 100% eigentlich hier. Ich habe es vorher gesagt, das ist mein Zeuge sein, wo Gott mich in meinem Leben begleitet. Viel ist gegangen in diesen Jahren. Wir waren bei Events, wir waren auf dem Pfingstjugendtreffen in Eidlingen, wir waren auf dem Power Day in Unterweißer, beim Unify vom EJW Land. Auf dem Kirchentag haben wir mal einen Barfußpark gemacht, Parcours gemacht, war auch lustig zu bauen. Beachvolleyball-Turniere haben wir auch gehabt hier in unserem Garten. Wir waren mit dem Fahrrad in Horb. Und wenn ich in die Runde gucke, ist schön, wenn ich jetzt fragen würde, wer denn irgendwo dabei war, dass dann ganz viele Hände hochgehen müssten. Und das ist toll. Wir lassen es lieber sein, aber wir haben solche Sachen gemacht und das fand ich schön. Aber bei allem Event und wohin gehen, mir war das Persönliche immer wichtig. Und ich habe immer gesagt, ich möchte Wegbegleiter sein. Und es ist ein Privileg, dass ich Wegbegleiter für Jugendliche und Kids sein darf. Irgendjemand hat mir neulich mal gesagt, 11 Jahre, da bin ich gerade aus dem Kindergarten rausgekommen. Also, es ist echt krass, Leute hier im Kindergarten, ich habe ja viele Kinder gesehen, hier am Zaun oder auch mal so, euch irgendwie groß werden zu sehen. Und es ist ein Privileg für mich, da einfach, ja, zu reden, da zu sein, das offene Ohr habe ich gerne, ja. Und über Gott und die Welt, und ich nenne das echt immer gern wörtlich, weil ich gern Gott in die Welt der Leute mit reinbringe, darüber zu reden. Das muss nicht mal unbedingt die Event sein, sondern dieses Persönliche, das Gespräch, wenn man unterwegs ist, wenn man auf dem Fahrrad sitzt und nicht mehr kann. Oder wenn man in Stuttgart irgendwie auf dem Unify herumsteht und dort über Sachen redet, was man gehört hat. Ich durfte hier viel mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, mit allen Möglichen zusammen lachen. Wir haben diskutiert, wir haben auch teils gestritten und geweint und gebetet haben wir auch viel. In den Höhen und in den Tiefen, die ich auch hier die 11 Jahre erleben durfte. Schicksale von Menschen. Da sein, zuhören und die Meinung als Christ sagen und was denn eigentlich die Bibel zu deiner Lebenssituation sagt. Das ist viel im Kellerbistro passiert und Michi, du hast auch gesagt, das ist viel nebenher passiert. Das kriegt man nicht mit, das sieht man nicht, wenn jemand im Büro sitzt oder unten im Kellerbistro sitzt und man trinkt bei einer Cola und schwätzt zusammen. Das ist viel, was nebenher passiert ist. Jugendliche dort abholen, wo sie sind. In der Schule, ich durfte in der Schule die Schülerlounge mit donnerstags mit der Jenny Schilling zusammen
begleiten. Das war gut und es war wichtig, um Kontakt zu kriegen. Und ich bin dankbar an die Schule, dass ich dort sein durfte mit dem lieben Rektor und den ganzen Lehrern, die dort waren. Ja, ich sehe dich da drüben. Ich bin dankbar, dass ich den Schülerbibelkreis machen durfte. Das ist mir ganz wichtig gewesen. Das Einzige, was da echt anstrengend war, war dienstagsmorgen um 6.55 Uhr in der Schule zu stehen. Besonders dann, da mein Wochenende ja aus Sonntag und Montag bestand. Das heißt, der Arbeitsbeginn war da. Aber es war cool und danke, dass ich da sein durfte, auch in der Schule. Auch die Anti-Mobbing-Wochen, die wir zusammen machen konnten. Jugendliche ansprechen, abholen dort, wo sie waren. Es saßen vor dem Gemeindehaus, im Kindergarten, an der Schule. Unterwegs zu sein und eben dort die Kirche und Jesus hinzubringen, war mir immer ein Anliegen und wird mir ein Anliegen bleiben. Ein großer Part, wo ich noch kurz ansprechen wollte, war die Konfi-Arbeit. Wir haben Gott sei Dank echt immer viele Konfis und wir konnten ganz viel machen. Und dieses Mittwochs im Gemeindehaus kommt doch um 2, auch wenn um 2:30 anfängt, war mir wichtig, sie kennenzulernen, zu reden, nachzufragen, was ist denn bei euch los in eurem Leben, wie glaubt ihr zum Konfi und so weiter. War immer eine schöne Zeit und immer Kickerspielen dabei, genau. Dart gab es auch noch. Wir haben Konfi-Samstage gehabt, wir waren auf Konfi-Freizeiten, wir haben unseren Konfi-Cup gespielt, das Fußballturnier. Ja, wir haben ihn auch mal gewonnen, stehen ein paar Pokale da unten drin, wir haben aber auch schon kläglich verloren. Was immer auch ein Highlight war in der Konfi-Arbeit, war das Konfi-Camp, wo wir auf die Dobelmühle gefahren sind, war auch was Tolles. Dasein für die Mitarbeiter. Als ich hier angefangen habe, hat es gemeint, Simon, willst du dein Büro hier im Gemeindehaus haben? Oder es war noch diese Option, vielleicht im Kindergarten, da wäre mehr Platz gewesen oben. Ich bin froh, dass ich im Gemeindehaus geblieben bin. Und einen Satz fand ich auch mal cool von jemandem, als ich gesagt habe, ich gehe mal wieder hoch. Wie, wohnst du da oben? Ich habe mich manchmal so gefühlt, es gab auch diese langen, langen Tage und Nächte. Und gerade wenn wir übernachtet haben im Gemeindehaus, war das schon auch immer geschickt. Nein, aber dieses Büro da oben zu haben, dass man klingeln konnte, es wissen bis heute nicht alle Menschen, dass ich eine Klingel hatte, ist unten, ist wirklich so, klingelt doch, ja wo, ja da, ach so. Aber dieses dort sein können, dieses tagsüber da sein können, wenn Mitarbeiter gekommen sind zu den Jungscharen oder wenn Kids gekommen sind oder es hat mal jemand geklingelt, ich will aufs Klo oder hey Simon, bist du da, können wir reden. Das war toll, dass da einfach dieser Moment da war oder dieser Platz da war. Und darüber bin ich echt dankbar, dass wir hier da sein konnten. Ja, Corona hat uns beschäftigt, auch hier. Und es ist einiges echt eingeschlafen. Aber es sind auch tolle neue Sachen mit entstanden. Und dank den lieben Mitarbeitern von den Jungschern und Kindertreff und vom Jugendvorstand, wir haben so Jungschertöten gemacht und so eine Dunstkreistüte. Ich glaube, da haben einige von hier auch jemand was bekommen. Aber da sind so 1800 Tüten rausgegangen in dieser Corona-Zeit. Dranbleiben. Und es war cool, dass ihr da mitgezogen habt. Und es hat mich gefreut, dass wir auch da gemeinsam in schweren Zeiten weitergehen konnten. Und war, glaube ich, auch ein guter Start nach der Zeit mit den Jungscharen wieder. Wir haben auch Escape Rooms gemacht, Rätselräume gemacht. War auch schön. Mit dem EJW zusammen, Ostern hoch 2, Stationenlauf zum Beispiel. Die Jungschar Sommertage waren drin. Wir haben Online-Sachen gemacht. Und auch der Go The Young ist aus dieser Corona-Zeit entstanden. Der Gottesdienst, der alle 2 Wochen in der Kirche stattfindet, Mittwochabends. Und das ist auch was mir ganz ans Herz gewachsen ist, wo ich dann auch denke, so, hey, da ist so eine blöde Zeit und Gott lässt so was Cooles raus erwachsen. Gott kann alles machen. Viel ging in diesen 11 Jahren. Manches ging auch nicht und manches ist vielleicht auf der Strecke geblieben. Und jetzt gerade im Nachdenken ist mir aufgefallen, dass der Alltag einen oft so blöd einholt und man ganz vergisst, es drumherum zu machen, kreativ zu sein, neue Sachen zu überlegen, so dieses Betriebsblind. Ich war und bin dankbar für diese ermutigenden Worte, die ich auch immer diese 11 Jahre bekommen habe und auch für die Kritik. Dankbar für Geduld und Verständnis mit mir und auch die klaren Worte, die man immer wieder zu mir gesagt hat. Und mir ist auch wichtig, falls ich dir irgendwie auf den Fuß getreten bin, dann verzeih's bitte. Mir war und mir ist wichtig, Kids und Jugendlichen von Jesus zu erzählen, sie bekannt zu machen, Brücken zu bauen. Auch Brücken zu bauen dorthin, wo Jugendliche eigentlich vom sozialen Umfeld keinen Kontakt zur Kirche haben. Und ihnen dann zu helfen und mit ihnen gemeinsam den Weg mit Jesus zu gehen. Vielen Dank an euch alle, die ihr da seid. Vielen Dank, die wo auch nicht da sein können, für jegliche Unterstützung und für die vielen, vielen Gebete, wo ich mir sicher bin, dass sie gebetet worden sind für unsere Jugend.
Und ich möchte euch Danke sagen, dass ich so lange auch da sein durfte. Dankeschön. Jesus, du kennst alle meine Sorgen und du weißt, was mich bewegt. Nichts brauch ich vor dir verbergen, denn ich weiß, dass du verstehst. Sei mit mir. Tiefsten Tal begleite mich durch die Nacht, Jesus, halte mich in deiner Gegenwart. Mein Leben liegt in deinen Händen. Umgib, bist du bei mir. Ja, du trägst mich durch alle Zeiten und führst mich auf dem Weg zu dir. Sei mit mir im tiefsten Tal. Führst du mich ans Licht, wirst niemals von meiner Seite weichen. Ja, du hältst, was du versprichst. Sei mit mir im tiefsten Tal. Wir beten. Vater, wir danken dir für Simon und die Zeit mit ihm als Jugendreferent in Pfalzgrafenweiler. Wir bitten dich, segne seine private und berufliche Zukunft und stehe ihm bei zukünftigen Herausforderungen bei. Stelle ihm Menschen zur Seite, die ihn auf seinem Weg begleiten und unterstützen. Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Sei du mitten unter uns. Segne du die Gemeindearbeit und in der bevorstehenden Zeit vor allem auch die Jugendarbeit und die Arbeit mit Kindern. Schenke Segen für die Arbeit des Jugendvorstands und hilf uns, dass wir bei all unseren Planungen nicht den Blick für das Wesentliche verlieren und dich zu jeder Zeit in den Mittelpunkt stellen. Wir bitten dich für unsere Gesellschaft. Schenke Frieden in Zeiten von Unsicherheit und Unruhen. Segne Politiker und Entscheidungsträger und hilf ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen
für ein friedvolles Zusammenleben in unserem Land und auf der Welt zu treffen. Sei du vor allem ganz nah bei den Menschen, die in Armut leben, verfolgt werden oder in der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen ihre Heimat zurücklassen. Und so bitten wir dich, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel. Wir sind fast am Ende. Ich darf die Abkündigungen machen. Auch von meiner Seite nochmal ein großes Dankeschön, ganz besonders an dich, Simon, für alles. Du bist schon bedankt worden, aber für deine Predigt. Und ich bin traurig. Traurig, weil uns ein Zeuge Gottes verlässt, ein wichtiger und authentischer Zeuge hier in unserem Ort. Und ich finde es aber schön, dass du uns alle ermutigt hast durch deine Predigt, dass wir selbst Zeuge hier sind für Gott in Pfalzgrafenweiler. Ich denke, das ist das, was unser Ort am allernötigsten braucht. Und danke, dass du diese 11 Jahre da warst, von denen ich nur 1,5 Jahre erleben durfte. Aber es war wirklich super, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ja, ich bin traurig, weil ich dich vermissen werde. Dank auch an die Band und alle, die sonst diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Ich denke, da dürfen wir auch einen Applaus geben. Und Dank auch an Sie alle, dass Sie gekommen sind und dass Sie damit auch zum Ausdruck bringen, wir schätzen das wert, was der Simon in den vergangenen 11 Jahren getan hat. Ich möchte auch nochmal hier die offiziellen Vertreter herausgreifen, die hier sind. Auch Dank an Sie, dass Sie gekommen sind. Mein Chef, Simon sein Chef, unser Schuldekan Hans-Jörg Dieter, vielen Dank, dass Sie da sind. Auch unser Bürgermeister Dieter Bischoff, freut mich sehr, dass Sie da sind. Und unser Schulleiter, der Lars Waffenschmidt, die öffentlichen Vertreter, auch das ist sehr schön und wichtig, dass Sie da sind. Auch ein Dank, möchte ich auch nochmal sagen, wurde zwar schon gesagt, aber es ist so wichtig, an alle Spender, an jeden, der hier ist, der den Simon finanziell unterstützt hat. Natürlich ist das Opfer, das wir heute einsammeln für die Arbeit von Protein, also dann, weiß nicht, für die Stelle, entweder für das, was noch offen ist, für den Simon für dieses Jahr oder dann schon für den Nachfolger, der hoffentlich bald kommt. Danke auch für das Opfer am vergangenen Sonntag, für die Jugendarbeit im Bezirk und in unserer Kirchengemeinde. Das waren 185,40 €. Anschließend gibt es einen Ständerling nur mit Getränken. Corona hält uns immer noch im Griff, deswegen war es uns zu schwierig, zu aufwendig, zu gefährlich mit Speisen. Knabberzeug gibt's, aber Getränke hauptsächlich. Und wir bitten Sie, dass wenn Sie die 1,5 Meter Abstand nicht einhalten können zu anderen Personen, also die jetzt nicht zu Ihrem Haushalt gehören, dass Sie dann den Mundschutz aufsetzen, auch sonst, dass wir hier einfach die notwendige Vorsicht walten lassen. Dann lade ich Sie alle sehr herzlich ein. Am nächsten Sonntag geht's weiter mit traurigen Angelegenheiten. Da verabschieden wir unsere Chorleiterin, die Vera Gall.
Es wird auch der Kirchenchor den Gottesdienst mitgestalten. Das ist ein ökumenischer Gottesdienst. Das Weiler Waldfest wäre an diesem Sonntag gewesen, kann leider nicht stattfinden. Wir haben gesagt, wir machen trotzdem einen ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Jakobskirche mit Ralf Keimig und unserem katholischen Kollegen Anton Romer. Und der Kirchenchor wird den Gottesdienst mitgestalten. Die Vera Gall wird verabschiedet und könnte sein, dass es der letzte Auftritt unseres Kirchenchors ist. Das deutet sich so ein bisschen an, ist noch nicht ganz sicher. Also sehr herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst. Abends findet dann am nächsten Sonntag um 18 Uhr ein Sogo in der Jakobskirche statt, bei dem die Britta Gall predigen wird. Herzliche Einladung dazu. Und nun bitte ich Sie, sich zu erheben. In unserer Jakobskirche werden am 18. September um 13 Uhr Sascha Minnert und Vivien Wehrstein kirchlich getraut. Wir bitten Gott um seinen Segen und beten: Vater im Himmel, wir bitten für Sascha Minnert und Vivien Wehrstein. Begleite sie auf ihrem gemeinsamen Weg, lass sie deine Liebe erfahren und stärke ihre Liebe zueinander in guten und in schweren Tagen. Amen. Nun singen wir noch gemeinsam das Segenslied und dabei geht das Opfer rum durch die Reihen für Protein. Vielen Dank für alles, was Sie da einlegen. Thank you.
Zum Thema Kirchenchor gibt es leider eine unerfreuliche Nachricht. Das wusstest du noch nicht, Christian. Der Kirchenchor ist nicht in der Lage zu singen. Die haben jetzt Corona-bedingt 1,5 Jahre pausieren müssen, wie wir wissen, so ungefähr. Und sind in den 1,5 Jahren auch 1,5 Jahre älter geworden. Und es ist nicht gerade fresh für die zu singen. Also die werden da sein, aber werden nicht singen am nächsten Sonntag. Bitte erheben Sie sich. Ich möchte Ihnen Gottes Segen zusprechen. Und danach gibt es eine Musik, bei der wir dahin gehen, wo wir gerne wollen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.